und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt so lange daran gearbeitet und jetzt ist es endlich komplett fertig. Ich habe ja meinen eigenen Online-Shop eröffnet mit meinen eigenen Produkten und meinem ersten eigenen Buch. Und mein Buch ist nun endlich da. Es ist fertig gedruckt und es ist so unglaublich schön. Oh mein Gott, ich liebe es. Und es ist so toll geworden und jetzt ist dieses Video komplett, denn ich habe euch in diesem Video mitgenommen, wie dieser ganze Online-Shop aufgebaut wird, wie ich die Produkte alle gestalte, wie ich das Buch geschrieben habe und wie es Schritt für Schritt vorangeht mit meinen Produkten. Und das werde ich euch in diesem Video alles zeigen. Ich habe immer zwischendurch mitgefilmt und ja, ich möchte euch aber erst noch etwas zu meinem Buch erzählen, denn es ist so toll und ich glaube, es wissen viele nicht, wie wichtig dieses Buch ist. Ich habe ja selber zwei Hunde und ich habe dabei so viel falsch gemacht, obwohl wir so viel gelesen haben. Ich habe so viele Videos geguckt und irgendwie hat man trotzdem die wichtigsten Sachen immer wieder vergessen. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Hier sind die wichtigsten Sachen einfach kurz und knapp aufgeschrieben, dass man einfach immer wieder nachschlagen kann. So eine Seite zum Beispiel nur über die Stubenreinheit. Und wenn man das gelesen hat, weiß man alles eigentlich. Klar kann man sich noch mehr informieren, aber man weiß die Kernessenz, auf die man halt einfach achten muss. Und man muss kein dickes Buch lesen, um das dann zu wissen. Und deswegen finde ich dieses Buch einfach so unglaublich praktisch, weil man einfach nicht tausend dicke Bücher lesen muss, die dann im Schrank verstauben. Und hier kannst du einfach auch mitarbeiten. Es ist ja auch ein Tagebuch, wo man so Tagebuchseiten hat. Ich zeige euch das gleich nochmal alles genauer. Und kannst mitschreiben, kannst Checklisten abarbeiten, was du für deinen Welpen brauchst am Anfang oder für die erste Autofahrt zum Beispiel. Und vergisst du einfach nichts mehr. Und kannst halt zwischendurch noch wichtige Dinge lernen, die man einfach immer wieder vergisst, wie wichtig einfach diese Sachen sind. Und ja, ich habe sie nicht gewusst, obwohl ich so viel gelesen habe. Und die Zeit, in der wir momentan leben, ist einfach so krass schnelllebig, dass wir einfach nicht mehr die Zeit haben, dicke Bücher zu lesen, wenn wir uns einen Welpen holen. Also wenn man das Buch hier hat, ist man also bestens vorbereitet auf seinen Welpen. Und ja, ich bekomme ja jetzt auch einen Welpen und ich freue mich so sehr, dieses Buch mit meinem Welpen durchzuarbeiten. Und ja, also ich kann es nur empfehlen. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen bei Welpentagebuch, Welpen-Tagebuch. Da werde ich jeden Tag Bilder posten mit meinem Hund, wie wir dieses Buch zusammen durcharbeiten. Und da seht ihr dann einfach, wie gut man das Buch auch in der Praxis anwenden kann. Und ich bin einfach so verliebt in das Buch. Man kann Erfahrungen eintragen und ja. Dann will ich noch kurz was zur Spiralbindung sagen. Denn ich habe eine Spiralbindung und es hat auch mehrere Gründe, dass ich unbedingt so eine Spiralbindung wollte. Denn in dieses Buch kann man ja auch Einträge machen und man kann es dann einfach umklappen, man kann es so auf den Tisch legen, man muss keine Seiten verknicken. Und das finde ich einfach super praktisch bei dem Buch, dass du es einfach offen hinlegen kannst, es nicht zufällt, du nicht an der Seite immer so hängst und die so glatt streichen musst irgendwie und das Buch einfach auch nicht kaputt machst, wenn du damit arbeitest. Ich finde das Buch unglaublich schön und mit dem Rabattcode SELI15 bekommt ihr aktuell 15% Rabatt, also legt euch das Buch zu. Es ist auch praktisch für Leute, die keinen eigenen Welpen haben, denn dann weißt du auch, wie du mit dem Welpen vielleicht von deiner Freundin oder deiner Mutter umgehen musst und einfach verstehst, wie Hunde kommunizieren. Also ich liebe das Buch und ihr müsst es euch unbedingt kaufen. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Und ich zeige euch jetzt mal alle Sequenzen, wie Schritt für Schritt das Buch entstanden ist, wie meine anderen Produkte entstanden sind und wie langsam mein Online-Shop entstanden ist. Viel Spaß! Ich sitze hier gerade am Pool mit meiner Kamera, denn ich habe gerade meinen ersten Teil für meinen Online-Welpenkurs aufgenommen. Und ja, ich dachte irgendwie, es wäre einfacher. Irgendwie bin ich sehr perfektionistisch und ich mag nicht schneiden und dann fange ich immer tausendmal von vorne an, weil ich mich nur einmal verspreche oder irgendwas sage, was ich so nicht sagen wollte. Und ich habe gerade bestimmt 2 oder 3 Stunden hier gestanden und habe das Video aufgenommen. Und jetzt ist meine Kamera leer. Aber ich habe eins, glaube ich, hinbekommen, was ich ganz gut finde. Deswegen werde ich mich jetzt an den Rechner setzen und das Video mal angucken und entscheiden, ob es gut genug ist oder ob ich es nochmal neu drehe. Aber ich glaube, es ist jetzt ganz cool geworden und es macht so Spaß, ich liebe es irgendwie und mit dieser Aussicht lässt es sich doch super arbeiten. Ich habe hier gerade das Intro für meinen Welpen-Online-Kurs geschnitten und auch schon den ersten Teil und ich zeige euch jetzt mal mein Intro. Ich finde das super süß. Mit diesen Bällen, voll niedlich.
Und den ersten Teil habe ich auch schon geschnitten, wie ihr seht. Super cool geworden irgendwie. Irgendwie finde ich ihn doch ganz schön dafür, dass ich so selbstperfektionistisch bin. Und den zeige ich euch aber nicht, denn den könnt ihr in meinem Shop kaufen. Den Link mache ich euch in die Infobox. Ich schneide hier gerade den dritten Teil von meinem Welpen-Online-Kurs und es ist so cool. Ich finde es irgendwie extrem cool und ich finde die Videos so schön. Die sind so informativ und ach, ich liebe es irgendwie. Also kauft den euch unbedingt, der ist so cool. Guckt mal, was heute schon gekommen ist. Meine Pet-Chips sind da voll schön. Guck mal, wie die glitzern. Sind so schön die Farben geworden. Echt mega schön geworden. Und hier hinten steht Quantenpower drauf. Und das, wofür es gut ist jetzt, der blaue für Motion, also für die Bewegung. Das ist gut, wenn dein Hund Probleme mit der Bewegung hat, also Gelenkschmerzen oder sowas. Und so hat jeder sein eigenes Thema, jede Farbe. Der ist für Allergien. Und ja, voll schön. Die sind echt alle mega cool geworden. Die werden jetzt noch mit dem Time Wafer energetisch beschwungen. Und dann haben sie schon ihre Wirkung. Und die sind echt mega cool geworden. Also echt schön. Schon voll cool, dass sie schon alle da sind. Kann langsam losgehen mit meinem Shop. Und mein Zeugnis ist heute auch gekommen. Ich bin jetzt offiziell Tierpsychologe. Und mein Zeugnis. Mega cool. Ich habe sogar mit einer 1 bestanden. Ich habe das erste Mal jetzt das ausgedruckt, so auf normalem Papier. Und habe halt hier noch so ein paar Dinge, die verbessert werden müssen. Und es ist so krass, einfach mein eigenes Buch so auf dem Papier zu sehen. Irgendwie ist das schon richtig crazy irgendwie. Voll cool. Ah, ich bin voll aufgeregt. Ich freue mich so, wenn das irgendwann richtig fertig ist. Aber das ist jetzt so der Zwischenstand. Also es ist schon fast, also es ist weiter vorangegangen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gezeigt hatte. Es ist jetzt schwarz-weiß gedruckt, also eigentlich ist das bunt. Voll niedlich einfach. Ich liebe es so sehr. Ich kann es gar nicht glauben, dass das echt meins ist. Voll schön. Es geht weiter. Ich habe jetzt endlich mal ein paar neue Fotos gemacht. Für meine Pet-Chips habe ich ein paar Produktfotos gemacht. Einfach hier im Weihnachtsbaum ein bisschen und an den verschiedenen Halsbändern hatte ich die jetzt gerade dran und die Hunde haben fleißig mitgemacht. Die mussten schön herhalten, aber das hat ihnen Spaß gemacht, weil sie haben ganz viele Leckerlis bekommen. Also das war alles faire Bezahlung. Ich glaube, die haben mehr als genug bekommen. Und dann hatte ich die hier an den verschiedenen Halsbändern alle dran. Ich glaube, ich habe noch irgendwo hier ein Halsband, keine Ahnung. Und richtig süß. Die Hunde hatten das Ding hier einfach an für ein Weihnachtsfoto. Das ist so süß gewesen. Die Bilder seht ihr bestimmt alle auf meiner Instagram-Seite mittlerweile schon, weil das Video werde ich wahrscheinlich erst ja danach hochladen. Also guckt mal auf meiner Instagram-Seite, da werdet ihr das Foto sehen. Echt mega, mega süß geworden. Und ich bin so stolz auf meine Pet-Chips. Das ist so unglaublich schön. Und hier hinten steht ja drauf, für was sie sind. Unglaublich toll. Ich liebe sie. Sie sind so schön, oh mein Gott. Und ja, das habe ich gerade hier gemacht, ein paar Fotos, damit ich das in meinem Shop weiter einstellen kann. Und den Shop werde ich euch gleich auch mal zeigen, denn da hat sich auch einiges getan. Ich habe gerade ein bisschen weiter an meiner Seite gearbeitet und ich finde sie immer schöner. Da sind meine Produkte und sieht so schön aus. Und hier habe ich jetzt Fotos eingefügt von den Hunden, wie sie die Pet-Chips tragen. Voll süß, die habe ich heute Morgen gemacht. Und das ist so niedlich. Und dann kann man hier so durchscrollen. Und dann gibt es halt hier oben die ganzen verschiedenen Button. Und die habe ich jetzt auch schon alle so gut wie möglich ausgefüllt. Also eigentlich habe ich alle ausgefüllt. Ich glaube, es fehlt nichts mehr. Hier ist dann mein Shop. Und guck mal, wie cool das jetzt so
so weiter denkst. Voll schön, da sind meine ganzen Produkte. Und jetzt hat man da schon alles ausgefüllt. Und dann gibt es hier die Produktfotos, habe ich da jetzt auch eingefügt. Voll süß, oder? Ich finde das so niedlich. Und ja, kann man jetzt alles machen und ist alles fertig. Jetzt muss ich noch meine Domain verbinden und dann ist mein Online-Shop einfach fertig. Es ist so cool, es ist so krass. Ich habe das einfach alles selber gemacht, komplett. Und ich bin schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich das echt komplett alleine geschafft habe. Es ist so unglaublich schön, ich liebe es. Voll cool, guck mal, langsam kommt immer mehr an. Habe ich euch die schon gezeigt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommen die immer auf das Paket oben drauf und damit wird das sozusagen zugeklebt. Richtig, richtig süß. Und zu jeder Bestellung gibt es eine kleine Karte dazu, wo dann drauf steht: Vielen Dank für deine Bestellung. Ich wünsche dir und deinem Tier ganz viel Spaß mit dem Produkt. Hier in die Lücke, das kann ich euch schwer zeigen, hier in die Lücke kommt dann immer noch der Name von der Person, die bestellt hat. Und dann ist die Karte auch fertig. Ich finde die Karte so unglaublich schön. Sieht jetzt gar nicht so richtig die Farbe. So, man sieht sie immer noch nicht richtig. Sie ist so ein bisschen beige wie mein Welpentagebuch. Richtig, richtig süß. Und das sind auch die Hunde. Und die Tatze ist auch mein Welpentagebuch. Also so in dem Style ist mein Welpentagebuch. Und hui, ich finde das so unglaublich süß. Voll schön, dass jetzt alles langsam ankommt. Also langsam kann mein Buch auch mal kommen. Denn dann kann ich endlich anfangen, die Sachen zu verschicken. Richtig cool. Warte, ich zeige euch noch was. Ein Stofftütchen. Und hier kommt zum Beispiel der Petchip rein. Und dazu gibt es dann auch noch immer, so bei jeder Bestellung gibt es so ein kleines Ding hier dazu mit Hundeleckerlis. Das ist immer so ein kleines Geschenk bei der Bestellung, wenn man etwas bestellt. Ich finde das irgendwie voll süß, wenn da dann so kleine Hundeleckerlis drin sind. Ja, langsam kann es losgehen. Ich freue mich irgendwie voll, dass jetzt langsam alles da ist. Ich habe auch Briefe noch bestellt, also so Luftpolsterbriefe in Pink, also so passend zu meinem Logo. Und da freue ich mich richtig drauf, wenn die jetzt auch demnächst ankommen. Also, es geht langsam voran. Ich freue mich so, so cool. Ich habe gerade hier so einen Flyer erstellt. Von vorne, also die Vorderseite und das ist die Rückseite. Das wird dann halt so doppelseitig gedruckt und dann kann man sich da die wichtigsten Infos durchlesen für meine Petchips. Da ist er auch abgebildet. Voll cool, nur irgendwie kriege ich es nicht hin, die auszudrucken. Das ist jetzt einmal ausgedruckt, aber irgendwie hat er auf zwei Seiten gedruckt. Eigentlich müsste das hintereinander, damit man den dann falten kann. Und irgendwie hat das auch schwarz-weiß gemacht. Ich glaube, die Farbe ist alle. Ich muss jetzt mal neue Farbe kaufen, scheinbar. Aber ja, ob ich sie irgendwo drucken lasse. Eigentlich wollte ich sie einfach nur so ausdrucken, weil das ja nur bei einer Bestellung dabei ist, damit man weiß, wofür diese Chips sind. Aber irgendwie funktioniert das nicht so. Muss ich nochmal gucken, wie ich das mache. Aber sind voll schön, die Flyer. Muss ich jetzt nur mal schaffen, auszudrucken. Ich habe hier so ein paar Muster, um zu gucken, welche Stärke mein Papier haben soll für mein Buch. Und ich muss halt auch noch entscheiden, ob das ist ja das normale Buchpapier, das ist so glänzend und darauf kann man halt super scheiße schreiben. Und mein Buch ist ja so ein Tagebuch und da wäre es halt schon gut, wenn man gut drauf schreiben kann. Deswegen habe ich hier so ein Muster, um zu gucken, auf welchem Papier man besonders gut schreiben kann. Und da habe ich hier so eins rausgesucht, das ist so ein Offset-Papier. Und wo ist das denn? Hier, hinten ist es. Das war gerade die Rückseite. Hier, das ist so ein Offset-Papier, was so ganz weich ist und auf dem man halt super gut schreiben kann. Und konnte ich jetzt auch die Entscheidung treffen, ob ich, wie dick mein Papier sein soll. Ob es so 170 Gramm sein soll oder 190 Gramm. Und ich finde 190 Gramm eigentlich ganz schön, weil das so weich ist. Ja. Auf jeden Fall habe ich mich dafür, glaube ich, schon entschieden. Aber ich wollte unbedingt ja für mein Buch ein Hardcover haben. Aber die Druckfirma, die halt jetzt dieses Offset-Papier hat, bietet halt nur als härtestes Papier hier diese 450 Gramm an. Die sind halt schon stabil und schon dick. Also es ist schon nicht so wabbelig. Aber eigentlich ist es halt nicht so, wie ich mein Buch gerne hätte. Aber irgendwie ist es halt auch schwer, denn ich will ja unbedingt gern so ein Ringbuch haben, so dass es so ist wie hier das, weil ich das gerade gut finde, wenn man halt so Sachen einfach so aufklappen kann
und das dann so liegen bleibt oder man es halt so umschlagen kann und nicht sowieso ein Buch, was man so aufmacht und es dann wieder so zufällt und dann kann man nicht richtig auf der Seite schreiben und dann fällt das immer um und das finde ich halt irgendwie so ein bisschen blöd, gerade wenn man in einem Buch viel schreiben soll, finde ich halt so ein Ringbuch viel, viel cooler und praktischer. Aber das gibt's halt sau selten als Hardcover mit so einem Offset-Papier. Also dieses weiche Papier und Hardcover ist halt super selten und wenn dann auch super teuer. Und ich habe bis jetzt keine Firma gefunden, die es macht. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen blöd. Dadurch muss ich mich wahrscheinlich entscheiden zwischen diesem weichen Papier, worauf man schön schreiben kann, und diesem Hardcover. Das ist echt ein bisschen blöd, dass man nicht beides haben kann, aber so ist es halt manchmal im Leben. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass es so ein weiches Papier ist, damit man da drauf schön schreiben kann und man sich nicht immer die Sachen alle so wieder verschmiert mit einem Kuli. Und hier hinten diese Pappe für die Rückseite ist ja auch schon sehr stabil. Ja, ich muss noch ein bisschen gucken, aber ich finde das, glaube ich, so am schönsten. Ja, das ist gerade so, wo ich gerade bei bin, dass ich jetzt ein Papier für mein Buch finde. Und das mache ich hier gerade und suche ein perfektes Papier für mein Buch aus. Ich beschwinge nämlich jetzt mit dem Time Wafer. Das ist übrigens das Gerät, so sieht er aus. Und dazu ist ein Laptop dabei und hier kann man auf das Gerät zugreifen. Und hier habe ich schon meine ganzen Pad-Chips eingespeichert. Und das seht ihr hier, da ist sogar ein Bild dabei. Und dann kann ich die hier drüber beschwingen sozusagen. Und die stelle ich gerade ein. Ich zeige euch, wie das geht. Man kann hier dann was Neues machen. Und hier kann man eingeben, was es ist. Es ist jetzt ein Ding, dadurch mache ich Sonstiges. Und hier schreibe ich jetzt mal den Namen hin. So, ich habe jetzt hier den Namen hingeschrieben. Und jetzt füge ich noch ein Foto hinzu. Und zwar von einem goldenen. Und dann bin ich schon fertig. Und das mache ich mit all meinen Produkten. Und dann werde ich die einmal alle zusammen reinigen, damit einfach keine Fremdenergien und so drauf sind. Und danach werde ich zu jedem Thema, wie halt jetzt hier Allergie, werde ich bei dem Chip Dinge drauf machen, die extra für Allergie sind, damit der Hund keine Allergien mehr hat. Und so ist es halt bei jedem Thema was anderes. Und das mache ich halt alles mit dem Gerät. Und dadurch bekommt der Chip halt eine Energie und die überträgt er dann an das Tier. Und das mache ich jetzt hier gerade, damit ihr mal so seht, wie das funktioniert. Es ist also nicht einfach nur ein Ding fürs Halsband, sondern es hat auch eine Wirkung dahinter. Aber wie der Time Wafer und so funktioniert, erzähle ich euch am besten mal in einem anderen Video. Das ist jetzt ein bisschen zu ausführlich, um das zu erklären. Aber jetzt habt ihr mal gesehen, wie das so funktioniert. So sieht das dann übrigens aus, wenn ich die dann beschwinge. Ich habe die jetzt einzeln ausgewählt, jetzt, nachdem ich alle zusammen gereinigt habe. Und dann ist hier hinten im Hintergrund die Liste, wo für jede Kategorie gibt es halt eine extra Liste, wo die halt dann aufgeschwungen wird. Und dann klicke ich das jetzt hier an. Und hier liegen jetzt die Chips. Also ich habe jetzt Vitality. Und jetzt klicke ich das an und dann gehe ich in die Energie. Und dann wird es auf dem Chip gespeichert. Und dann kann sich das auf euren Hund übertragen. Und das mache ich jetzt erstmal. Das war's. Oh. Wow, das ist mein erstes Buch. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist es. Wow. Oh mein Gott. Mein Buch ist endlich angekommen und ich bin so happy. Oh mein Gott. Es ist so cool geworden. Ich wollte ja unbedingt eine Ringbindung, damit man es halt wirklich so offen hinlegen kann und dann gut drauf schreiben kann und man nicht immer die Seiten so umknickt. Und es ist so toll geworden. Und es ist so krass, da steht einfach mein Name. Crazy, oder? Und es ist so schön geworden. Es ist so zwischendurch immer so Texte, wo ihr die wichtigsten Sachen erfahrt oder Checklisten, welche Geräusche zum Beispiel euer Hund alle kennenlernen muss. Und dann einmal könnt ihr eintragen, wie es ablief, eure Tierarztbesuche oder Erfahrungen mit anderen Tieren. Und ach, das ist einfach ein Zitat von mir. Ich find's crazy. Und es ist so schön einfach. Futter, was wichtig beim Futter ist, was die Lieblingsfuttersachen von eurem Hund sind und so. Also, es ist wirklich an alles
gedacht. Und dann habt ihr natürlich jeden Tag Tagebuchseiten, wo ihr eintragen könnt, was schön war, was nicht so schön war, was ihr Neues kennengelernt habt und was ihr am nächsten Tag noch üben wollt und so. Und das ist echt mega schön und es ist halt einfach eine mega tolle Erinnerung an euren Hund später, dass ihr euch an die Sachen noch erinnern könnt. Also es ist echt mega, mega schön. Und man kann halt einfach sich auch aufschreiben, was man schon gelernt hat, was man vielleicht nochmal lernen sollte. Denn die Erfahrung in den ersten Monaten ist ja die wichtigste Erfahrung. Und dann gibt es hier noch eine Gewichtstabelle und Krankheiten und wichtige Infos und alles. Also in dem Buch gibt es wirklich alles, was man braucht. Also dann ist man perfekt auf seinen Welpen vorbereitet. Und es ist einfach so krass. Das ist einfach mein Name. Einfach so crazy irgendwie. Ich komme da drauf einfach nicht klar. Voll schön. Oh mein Gott, ich bin so happy. Es ist echt richtig dick geworden. Weil ich wollte halt unbedingt Offset-Papier haben. Das ist so ganz weiches Papier, wo man gut drauf schreiben kann. Also hier kann man mit Füller und Kuli und allem, was man möchte, Bleistift drauf schreiben. Und es verschmiert nicht und es lässt sich schreiben. Also es ist echt richtig schönes Papier und es ist echt dick. Also es drückt nichts durch. Und das war mir echt wichtig. Es ist echt eine sehr gute Qualität und ich liebe dieses Buch. Es ist echt einfach mega, mega schön geworden. Also, ihr müsst es euch unbedingt kaufen. Es ist so toll. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. So ist Schritt für Schritt mein Online-Shop entstanden und mein Buch. Und habt mal gesehen, wie viel Arbeit in diesem Buch steckt. Wie oft man das Korrektur lesen musste und bearbeiten musste, bis es wirklich perfekt ist. Und ja, ich finde es so unglaublich krass, es jetzt in meinen Händen zu halten. Es ist irgendwie so unreal. Es ist auch echt recht dick, weil hier viele Tagebuchseiten drin sind, wo man Erfahrungen eintragen kann. Und ich liebe es einfach und ich bin irgendwie echt stolz darauf, dass ich es jetzt endlich in meinen Händen halten kann. Und ja, ich hoffe, ihr bestellt euch alle eins. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!